Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu unserem mittlerweile 16. Podcast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dem lieben Chris, der aber eigentlich richtig heißt Christian Frank, also ein Frank trifft einen Frank, ja, Daniel Frank und Christian Frank. Das ist Wir total sind aber lustig. nicht verwandt. Wir Kein sind nicht Stück verwandt. verwandt. Wir sind kein Stück verwandt. Allerdings heißt der Onkel von mir genauso wie du. Das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, als ich dich bei Telegram mal hatte. Aber ich habe es dann irgendwann Gott sei Dank gecheckt. Ja, genau. Also, den Chris haben wir heute hier. Und zwar wollte ich mit dem Chris mal ein Kapitel aufschlagen in der Permakultur, nämlich, ja, wo könnte man das einordnen? Sorge um den Menschen, Ernährung, Gesundheit, all das. Denn der Chris ist ein bisschen extrem in vielerlei Hinsicht, aber nicht im negativen Sinne, sondern er macht halt sein Ding, geht seinen Weg und, da heute wollen wir ein bisschen drüber reden, weil ich das einfach super spannend finde. Ich habe da einen ganz anderen Lebenswandel, aber ich finde es total interessant, wie du das machst. Es geht nämlich darum, der Chris ist seit wie vielen Jahren jetzt roh vegan unterwegs? Ich denke, das dürften jetzt schon 5 Jahre sein. Echt, 5 Jahre. Also mit kleinen Aussetzern drin oder komplett durchgängig, konsequent oder zu Das wie? war ein, das waren dann 3 Wochen, aber das war dann eine andere Sache, wo es dann in der Geschichte ein bisschen extrem geworden ist. Deswegen kann ich dann vielleicht später erzählen. Ja, da kommen wir dann noch zu. Genau. Jetzt muss ich noch was vorweg sagen. Das vergesse ich nämlich jedes Mal, weil mir das eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber ist es dann am Ende doch, nämlich diesen Podcast hier, den wollen wir weiter ausbauen, genauso wie wir unsere Tätigkeiten weiter ausbauen wollen, weil wir merken, dass ihr einfach Bock darauf habt da draußen, auf den Podcast und auf die Sachen, die wir so im Verein machen und so. Und dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Support von euch, damit wir das auch ausbauen können. Und schaut doch mal vielleicht auf die Waldgeister.de und schaut mal unter dem Reiter uns unterstützen. Und wir würden uns da sehr darüber freuen, damit wir weiterhin unsere Zeit hier für so, ja, einfach aus unserer Sicht und aus eurer Sicht anscheinend auch sinnvolle Tätigkeiten nutzen können und das einfach noch ein bisschen ausbauen können, weil es soll keine Werbung sein, einfach nur ein Beispiel. Zum Preis von 2 Kaffee kann man uns monatlich unterstützen. Kommt das hin? Ich weiß gar nicht, was ein Kaffee im Moment beim Bäcker kostet. Wahrscheinlich durch Corona wesentlich teurer geworden, oder? Du hast auch keine Ahnung, ne? Trinkst ja nie. Ja, ich gehe ja nicht rein, keine Ahnung. Ja, ich ja auch nicht. Also seltenst. Kaffee abstinent. Also ich habe manchmal noch so ein Jippel, wenn ich bei meinem Lieblings-Eismann bin. Der macht so fantastisches Eis und dann so ein Espresso, aber ich bin seit, ich glaube, 2 Monaten konsequent, habe ich Giuseppe den Espresso versagt. Ich muss ihm nochmal erklären, warum mich das danach denkt. Ich bin irgendwie böse auf ihn oder so. Naja, gut. Sei es drum. Aber ich glaube, bei ihm kostet der Kaffee auch 3 € mittlerweile. Naja, wurscht. Okay. Kann man ja ändern, wenn man in Costa Rica auf einer Kaffeeplantage war, so wie ich, und dann gesehen hat, wie das angebaut wird. Ja, nee, also wenn, dann gucke ich schon immer, dass es Bio Fair Trade ist, aber selbst da kriege ich einen Nibbel und das ist einfach gut, keine gute Droge für mich. Überhaupt nicht, leider. Ich trinke da lieber hier so eine Johannisbeerschorle. Das taugt mir mehr. Ja, aber hochköstlich ist sie auch nicht. Okay, dann schauen wir mal, Chris. Wo wollen wir anfangen? Also, wann ging das denn überhaupt bei dir los, dass du gesagt hast und wieso überhaupt, dass du deine Ernährung umstellen willst, weil ich vermute mal, dass das bei dir ja eigentlich mal irgendwann ganz konventionelle, in Anführungszeichen konventionelle Kost, also alles einfach angesagt war, oder? Ja, das war, als ich angefangen habe zu studieren, da habe ich auch während dem Abitur auch sehr viel trainiert. Also da war ich schon damals, da habe ich Street Workout gemacht, das ist halt Ganzkörpertraining an Klimmzügen und sowas. Das habe ich dann schon in der Schulzeit 3 oder 4 Jahre gemacht. Habe mich da auch ein bisschen mit Ernährung beschäftigt und sowas. Halt das ganze Eiweißreiche, wie man das halt kennt beim Bodybuilding mit Magerquark und Putenfleisch und sowas, halt das ganze Zeug Weiß. auch mit Reis und sowas, das Ganze halt da mit dabei, mit Eiweißshakes und sowas. Und dann, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich das dann weitergemacht im Studium. War dann auch sehr stressig, das alles mal unterm Hut zu bekommen mit Studium und Training und Lernen und das alles. Und dann hat es dann im dritten Semester hat es dann bei mir angefangen,
dass ich mich so für andere Themen dann beschäftigt habe, also unser Geldsystem. Und dann habe ich mir dann auch irgendwann so gedacht, weil ich immer mehr Schmerzen bekommen habe, also Gelenkentzündungen und sowas vom Sport, was eigentlich gar nicht sein konnte, weil ich habe mich halt immer gefragt, woher kommt das auf einmal? Und dann habe ich mir so habe ich dann auch irgendwann dann so gemerkt, oder auf Bodybuilder gekommen, die haben sich dann vegetarisch und vegan ernährt. Und dachte ich mir so, okay, schaust du mal so in die Richtung, ja, kannst du mal was anderes Eiweißreiches halt essen, außer Magerquark und Ding. Dann bin ich halt auf Linsen gekommen, Sprossen und sowas. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit Ernährung dann beschäftigt. Dann zuerst halt mit Paleo-Ernährung, also wo man halt dann das ganze Getreide eigentlich nur weglässt. Und auf Biofleisch und sowas und Weiderind, aber dann habe ich halt gemerkt, als Student ist es halt dann doch recht teuer, sich Fleisch zu kaufen und so Putenfleisch oder sowas, dann wo das Kilo 18 € kostet oder sowas, das war dann für mich ein bisschen zu viel. Das ist halt für mich damals einfach zu viel gewesen, deswegen, auch wenn ich noch, wie auch jetzt immer noch bei meinen Eltern lebe, das hätte ich mir dann selbst kaufen müssen, das wäre dann einfach zu viel gewesen. Und dann habe ich halt mal ein Interview, ich glaube von den öffentlichen Rechtlichen, ich weiß es nicht mehr genau, schon ja, so lange her. Da hat halt ein Mann, der hat dann Krebs geheilt, weil er jeden Morgen nur einen grünen Smoothie getrunken hat. Und der wurde sowas von ausgelacht von den anderen, wo ich mir dann dachte, ja, warum wird der jetzt ausgelacht? Kann ich gar nicht verstehen. Die haben das alles nicht so selbst ausprobiert oder sowas und ziehen ihn dann dadurch den Dreck. Und dann dachte ich mir so, okay, da habe ich mich dann mehr in die Thematik dann rein beschäftigt und dann habe ich es halt einfach ausprobiert, das auch mal zu machen, habe dann immer mehr grüne Smoothies und sowas mit integriert und irgendwann bin ich auch dann auf verschiedene YouTube-Kanäle mit der Rohkost gestoßen, habe mir dann die Videos angeschaut, wie halt die Rohköstler sind und dann haben sie halt sowas gemacht wie Darmeinläufe und sowas und dann dachte ich mir so, okay, Darmeinläufe, Fasten und so kann sich mir am Anfang auch nicht vorstellen, aber ich habe es dann versucht mal so ein, weil ich dann Patrick von Rohvegan am Limit dann auch angeschaut habe. Ich glaube, den kennst du auch. Ja, Und der hat kenne dann ich. das komplett so gemacht. Und da habe ich mir so, ja gut, dann probier es mal bei ihm, weil der hat ja auch viel Background und alles so gemacht. Und habe ich es dann auch so gemacht, aber in der Übergangszeit, wo ich dann auch vegetarisch und vegan halt auch mitgemacht habe. Also ich habe es halt stückweise Sachen weggelassen. Also ich glaube, das Erste, was ich weggelassen habe, war wirklich das Fleisch. Also das war dann für mich ohne Probleme. Nochmal ganz kurz für mich. Also du hast während deines, ich glaube, Informatik hast du studiert, ne? Wirtschaftsinformatik, ja. Wirtschaftsinformatik, genau. Genau. Und da ging das los, dass du im Endeffekt damit angefangen hast, das konsequenter umzusetzen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, Da hat okay. es Und angefangen. angefangen mit vegetarisch und viel Rohkost. Genau, also vegetarisch zuerst, dann vegan, dann habe ich irgendwann auch nach ein paar Wochen geschafft, auch den Quark und sowas wegzulassen. Da hatte ich auch nicht mehr das Bedürfnis drauf. Und nach 6 Wochen schon bin ich komplett auf Rohkost rübergegangen. Also eigentlich nach meiner heutigen Sicht viel zu schnell. Das ist viel zu Okay, schnell. das ist nämlich genau das Interessante. Also vielleicht kann man ja vorweg sagen, jetzt bist du zwar, du bist 1,80, glaube ich, ne? Und wiegst, was hast du gesagt, 65 Kilo. Manche würden sagen, das ist ein bisschen zu dünn, aber es ist auch nicht, bei weitem nicht untergewichtig. So, also du fühlst dich wohl, aber wie du sagst, so, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Nur so mal als Ist-Stand, damit die Leute wissen, also du isst. Da können wir nochmal drauf kommen, was so alles so ist. Also ich fand das sehr beeindruckend, als ich das letztens gesehen habe, als wir uns unterhalten haben. Einfach, also man denkt, das geht ja gar nicht so, aber da kommen wir dann ja noch zu. Aber das finde ich auch fast das Wichtigste, diesen Fehler, den du gemacht hast, dass die Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen, also ich möchte auch in keinster Weise hier dazu raten oder weder möchte ich dazu raten noch dazu nicht raten, sich roh vegan zu ernähren, sondern wenn man das in sich fühlt und meint, das ist der Weg für einen, dann sollte man das tun. Und wenn man da überhaupt nichts mit anfangen kann, kann man sich das ja trotzdem unvoreingenommen mal angucken und sehen, aha, den Weg gibt es auch, muss ja nicht der eigene sein. Aber ich denke schon, da können wir am Ende ja nochmal wirklich dazu kommen, was es für Vorteile hat, auch für unsere Umwelt und so weiter. Tatsächlich mit der Ernährung einfach, wie du das machst, da in die Richtung ein bisschen zu gehen. Aber erzähl doch mal, du hattest ja ein sehr krasses Erlebnis, weil du sagst, 6 Wochen Umstellung, was ist denn dann passiert bei dir? Also es war auch schon so, wenn man halt von Veget also von der Indust also von der sagen wir mal, Mischkost
auf vegetarisch und vegan, du wirst zwangsläufig Gewicht verlieren. Wird wahrscheinlich jedem ein bisschen passieren. Und je weiter du dann, ich nenne es jetzt mal ursprünglich hier gehst, also die Sachen roh isst, so wie sie sind, das würde sogar selbst bei Rohfleisch passieren. Also wenn du rohes Fleisch isst oder sowas, du nimmst zwangsläufig dann irgendwann richtig stark Gewicht ab. Und ich habe das halt dann wirklich dann, also am Anfang habe ich mich dann noch, ja, ich habe glaube ich 70 Kilo gewogen oder so mit Muskelmasse und alles oder ein bisschen mehr. Und dann habe ich dann so 10 Kilo und alles Mögliche verloren innerhalb von 3 Wochen oder sowas. Konnte aber meinen Sport weiterhin so machen. Ich habe damals noch 2, 3 Stunden am Stück machen können. Also laufen oder so Krafttraining halt auch machen. Das konnte ich dann immer noch machen. Trotzdem, dass ich halt sehr viel Gewicht verloren habe und die Muskelmasse, okay, die war jetzt nicht so, so aufgepumpt halt. Da habe ich halt Schlacken verloren, aber die Muskeln hatte ich dann noch. Und je weiter ich dann in die Rohkost gegangen bin, also je tiefer dann rein, desto mehr habe ich dann auch gemerkt, dass der Körper weiter entgiftet hat und dann die, dass dann noch mehr Gewicht verloren habe, weil die ganzen Schlacken im Darm und sowas rausgespült werden. Also ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass wenn man von dieser konventionellen Kost kommt, dass der Darm dann sehr viel Müll ansammelt, also Schlacken nicht ausgeschiedener Grund. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. 25 Kilo hat da mal jemand in den Raum geworfen. Ich denke jetzt nicht, dass das so viel ist. Aber da ist wahrscheinlich schon eine gute Menge drin, wo dann einfach das ausgeschieden wird. Und ich weiß auch nicht, wie viel da in den ganzen Muskeln und sonst irgendwo im Körper noch die Schlacken angesammelt wird. Da kommt da einiges mit dazu und das scheidet der Körper nach und nach aus. Und ja, das war dann, das habe ich dann so weitergezogen. Und irgendwann kam das halt das Problem, weil ich halt noch ein bisschen jung und naiv war und den ganzen YouTube halt ein bisschen, da sind halt dann Leute gekommen, die ja dann vom Fasten geredet haben und ihr sollt unbedingt fasten wegen den gesundheitlichen Vorzügen und so. Und dann habe ich das auch ausprobiert mit intermittierenden Fasten, also dass du halt Essenspausen machst. Die meisten essen ja erst ab 12, dass sie halt so diese, ich glaube, 12 Stunden Pause oder 16 haben in der Regel und dann innerhalb von diesem Zeitraum von 8 Stunden, also zwischen 12 und 8, dann ihre Mahlzeit zu sich nehmen und dann wieder Pause machen, dann dürfen sie auch, da gibt es auch welche, die essen dann alles, was sie wollen. Gibt es ja auch. Also bei dem intermittierenden Fasten ist es sogar so, dass Gemischtköstler da auch Gewicht verlieren. Also die bräuchten gar nichts ändern von den Dingen, sondern einfach nur diese Esspausen einhalten. Also so 16 Stunden oder 12 Stunden nichts essen, dann würden da schon die Purzel kommen. Also Gewicht und alles. Also Ja. für die Leute, die abnehmen wollen, aber nicht auf irgendwas verzichten können, könnte man das vielleicht als ersten Schritt, ist aber ein bisschen anstrengender mit der Umstellung, da würde ich immer langsam anfangen, zum Beispiel erst ab 10 Uhr was essen, sodass man das langsam umstellt und das Ding Ja. steigert. Wobei, ich denke halt bei dieser Thematik, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das ja schon in die Öffentlichkeit geht. Also ich würde eher sagen, so, wenn man sowas macht, sollte man sich an einen Fachmann oder eine Fachfrau auch Ja. wenden, wer auch immer das ist. Also Ne? bei Genau. sowas, wenn man halt ein Coaching macht oder so von jemandem, dann kann man das halt machen. Also, dass du halt eine Begleitung hast von jemandem, der Erfahrung hat, aber auch dein Arzt des Vertrauens mit einschalten oder sowas, dass du halt zwei Leute einfach hast. Dem einen, der mit dir das Fasten macht, der die Erfahrung hat und der Arzt, der dann nochmal die Sicherheit gibt, weil Ja. die meisten, also die Coaches werden sich wahrscheinlich irgendwie rechtlich zurückziehen oder irgendwie sowas nicht, dass du dann, so wie es bei mir dann passiert ist, einen kompletten Absturz hast und dann stehst du irgendwie da und das, wie gesagt, das ist dann bei mir weitergegangen und ich habe dann wirklich sehr viel Gewicht verloren, habe sehr viel gefastet oder sagen wir mal, einen Tag habe ich mal nichts gegessen oder irgendwie sowas oder auch zu schnell das intermittierende Fasten mal gemacht und zu viel Früchte habe ich am Anfang auch gegessen. Also viele Früchte am Anfang der Rohkost würde ich nicht machen, weil die lösen sehr viele Gifte und Schleim, also Schlacken und am Anfang ist halt der Darm oder die Ausscheidungsorgane, die sind noch nicht so in der Verfassung, dass die große Mengen an Schleim ausscheiden können oder an Giften oder irgendwie sowas. Und das zirkuliert dann wieder im Körper und dann hast du Probleme. Ja. Tust du dich wieder rückvergiften, wenn du es dann nicht optimal machst. Das ist dann bei mir auch passiert und du verlierst halt wieder sehr viel Gewicht, weil das einfach vom Körper ausgeschieden wird. Deswegen am Anfang sehr viel Blatt, also Grünzeug. Also Wildkräuter irgendwie so, einfach einen Puffer zu haben, weil die tun dann erstens
Obst geht halt durch den Körper, hat wesentlich kurze Verdauungszeiten und so Grünzeug wie Wildkräuter oder sowas, ja, haben halt erstens Sättigungsgefühl und die sind halt mehr zum Ausscheiden dann gedacht. Die lösen kaum Gift oder sowas, sondern einfach nur, um die Gifte, die halt drin sind, auszuscheiden. Damit du hast halt eine sehr gute Übergangszeit, dass du halt nicht so schnell in Heißhungerattacken kommst oder sowas. Das passiert bei vielen Leuten, die auf die Rohkost umstellen, dass sie Heißhungerattacken bekommen, weil sie zu viel Obst essen. Also das sind nur noch am Essen, weil das Obst sie noch nicht sättigt. Das hat am Anfang, da ist zum Beispiel der Ashton Kutcher, der ist von der Industriekost, hat er mal 2 Wochen nur Früchte gegessen, der ist im Krankenhaus deswegen gelandet, weil mitmacht. Also dann ruinierst du dir das Leben, wenn du das so machst. Okay. Jedenfalls habe ich halt dann sehr viel Gewicht verloren. Das war dann in den Wintermonaten, habe dann auch gemerkt, dass ich dann immer mehr friere, weil der Kreislauf noch nicht so gut war oder die Durchblutung. Und der Körper hat mit anderen Sachen beschäftigt war als mit der Durchblutung und dann weiter viel Gewicht verloren. Und irgendwann habe ich dann im Februar nur noch 36 Kilo gewogen. Ja, das ist schon krass. Also das ist halt wirklich, hast du das Echo auch oder ist es nur bei mir? Nee, ich habe das nicht. Ah, dann ist gut. Dann wird es in der Aufzeichnung, denke ich, gehen. Ich hoffe, das ist nicht so. Jetzt ist es auch wieder weg. Der brauchte mal ein bisschen, um es rauszurechnen. Nee, was ich nur sagen wollte, ist, das ist ja auch das, was mich so erstaunt hat, wenn man das jetzt weiß. Du hast wirklich durch dieses zu schnelle, und weil du nicht wirklich, ich sag mal, noch nicht die Ahnung hattest und keinen, der zur Seite stand, 35 Kilo, 36 Kilo gehabt. Das ist natürlich echt heftig. Das haben manche Magersüchtige nicht. Oder haben es, also es ist schon echt heftig. Und jetzt hast du ja wieder, also du bist ja dabei geblieben, also du bist ja jetzt nicht von der Rohkost weggegangen, Nee. aber wie würdest du das, also du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, das heißt, du würdest es langsamer angehen und du würdest es mehr über diesen Step erst grün und ganz langsam Richtung, und dann, wenn man viel grün und dann Richtung Obst mehr und, ne? Okay. Ja, kommt es, also. Ich sag mal über einen Zeitraum. Also ich bin jetzt auch nicht auf vollkommenes Obst, weil es ja bei uns in Deutschland nicht so viel Vorreife gibt. Na klar. Da kann man sich schon gut Zeit lassen, so 10 Jahre oder so, je nachdem, welche Vorgeschichte du dann natürlich hast. Also ich habe es mit 20 angefangen, habe aber nie, war nie auf Feiern. Ich war höchstens angetrunken. Ich habe also nicht mal Wodka getrunken oder irgendwie sowas, also kaum Alkohol. Nicht geraucht, ich war immer sportlich, also Fußballverein, dann das Krafttraining. Und ich habe mir auch kein Fastfood gegeben, also McDonald's oder so. Also, sagen wir mal, da sind die Startbedingungen besser und Medikamente habe ich auch nicht genommen. Ja. Also von dem her, da muss man immer schauen, welche Vorgeschichte man hat. Also wenn jetzt ein 60-Jähriger das macht, der sich alles Mögliche reingedonnert hat, dann sage ich so, du, dann lass dir mal so 20, 30 Jahre Zeit mit dem Ding und Also mach's mal ganz anders. bis zum Ende des Lebens. Ja, ungefähr. Ja, gut, also vielleicht lebt er dann mehr dadurch länger. Da sind wir dann ja auch Ja. wieder. Also da gibt es ja auch, wen das interessiert, da gibt es ganz, ganz tolle Studien von dem Cordwell Esselstyn, heißt er. Da gibt es, der taucht auch auf in den Filmen Game Changer und in dem Film What the Health. Das ist so ein, das ist ein Spezialarzt für Herzchirurgie und so weiter, der da, ich glaube, so eine Dreierstudie gemacht hat mit normaler Ernährung, vegan, vegetarisch und vegan. Und mit ziemlich spannenden Ergebnissen. Also, wenn das interessiert, was das so für Auswirkungen haben kann, wenn man die Ernährung umstellt, auch was Lebensalter angeht und Gesundheit, das ist schon enorm. Jo, das heißt, jetzt bist du wieder bei 65 Kilo angekommen. Fühlst dich Ja. wohl, bist wieder fit. Das Was? war am Anfang war das, also bei den 36 Kilo zum Beispiel, Das war nicht gut, ne? da konnte ich schon fast gar nicht mehr die Treppen hochlaufen, so krass am Ende war ich. Das Also ist, glaube ich. Ja, okay. Einfach viele Fehler gemacht, weil du es noch nicht besser wusstest. Deswegen finde ich das umso wichtiger, dass wir da heute mal das benennen. Aber was mich jetzt ja interessiert, was isst du heute? Also ich meine, ich habe schon ein bisschen gesehen bei unseren, was haben wir letzten Stammtisch, da hast du ja die ganze Zeit gefuttert. Ja. beziehungsweise eine halbe Stunde mindestens, aber das war halt deine Mahlzeit des Tages irgendwie. Was haust du dir rein? Zu welcher Uhrzeit? Also
Beschreib mal so ein bisschen, was da im Moment dein Alltag ist. Also zuallererst, ich empfehle jedem zum Stammtisch zu kommen. Es kann nicht sein, dass wir immer so drei, vier Leute da sind. Da geht schon Achso, mehr. zu unserem digitalen Stammtisch. Ich glaube, es hat die Leute einfach noch nicht so erreicht. Also wir haben jeden zweiten Samstag im Monat haben wir um 14 Uhr den normalen Stammtisch bei uns im Garten, wenn das Wetter schön ist. Jetzt im Winter wahrscheinlich wieder nicht. Normalerweise haben wir auch Veranstaltungen, Vorträge und so weiter, die dann mal sehen, ob es mit Corona, wie auch immer, also mit diesen mehr, was weiß ich, wie viele. Ja, also wird wahrscheinlich eher schwierig. Mehr will ich da gar nicht zu sagen, weil sonst muss ich das Video auf Odyssey schieben. Genau. Von dem Thema bleiben wir heute mal weg. Genau, aber danach, ich glaube, was machen wir mal? 21, nee, um 20 Uhr ist der digitale Stammtisch. Genau, aber die Leute trudeln immer so nach und nach rein. Ich bin meistens dabei, auch nicht immer, aber es ist ja auch kein Muss, dass ich dabei bin, sondern da geht es einfach darum, dass wir uns ein bisschen über sowas wie hier zum Beispiel austauschen. Genau. Genau, aber erzähl mal jetzt, wann isst du so über den Also Tag? meinen ersten Saft nehme ich, das ist dann momentan Zucchini und Karottensaft. Mache ja deshalb, Morgen, weil die morgens oder mittags oder wann geht das los? um 17 Uhr. Ach, so spät. Das heißt, du machst schon noch intermittierendes Fasten morgens. Ja, das sind bei mir, das hat sich schon fast auf 20 Stunden ausgedehnt. Also Okay, also. am Anfang waren es noch 12. Und jetzt sind es 20. Krass, okay. Dann halt eine Stunde später mal halt so eine Trinkpause halt, damit halt die Magensäure nicht vermischt wird mit der Flüssigkeit. Dann mal meine erste Obstmahlzeit. Heute habe ich zum Beispiel meine eigenen Trauben gegessen, die ich da angebaut habe. Zu der Jahreszeit kann ich dann zum Beispiel Zwetschgen essen oder auch Äpfel oder sowas oder je nachdem, was halt da jetzt gerade momentan wächst. Ab und zu mal lasse ich dann Bananen, bis sie braun oder schwarz werden. Dann sind sie nämlich süß und reif. Oder dann esse ich halt dann sowas. Und sonst, dann habe ich dann heute um 8 Uhr dann nochmal was gegessen. Tomaten, also aus dem eigenen Garten. Ich glücklicher, bei dem ja nicht selbstverständlich. Nee, ich habe keine. Und Fast keine. Gurken. Gurken und dann nochmal 3 Avocados. Okay, das heißt also, was du noch zukaufst, also ich denke mal, Tomaten sind ja bei dir auch irgendwann durch oder kommst du über das ganze Jahr mit deinem Gewächshaus oder lagerst du Grüne ein, oder? Nee, also das Problem ist halt, wenn ich die unreif oder grün ernte und nachreifen lasse, die schmecken ja nach nichts. Das will ich dann auch gar nicht essen. Der Körper merkt dann auch, dass er das nicht unbedingt haben will. Im Winter esse ich, dann kaufe ich mir halt Gurken zu und esse halt dann die Gurken. Also im Winter ist halt dann, oder Feldsalat oder sowas, das esse ich noch ab und zu mal. Also das baue ich mir dann selber an, das Feldsalat, ab und zu mal Avocados halt dann auch mit im Winter. Sonst weiter. Im Winter glaube ich auch oft mal Saftfasten. Also mein letztes war im April. Da habe ich 30 Tage Saft gefastet. Also einen ganzen Monat. Okay, das reicht dann auch, um das Gewicht zu halten, oder nimmst du dann noch ab, oder? Nicht mehr viel. Also wenn dann vielleicht 3, 4 Kilo oder sowas, weil ich halt jetzt nebenbei auch sehr viel Sport mache. Also ich Okay. mache halt, ich mache. Also heute zum Beispiel habe ich 1 Stunde Krafttraining gemacht, also Ganzkörper mit Klimmzüge, Seilspringen, Laufen, Sit-ups und sowas, also einfach das Cross-Training und dann noch 2 Stunden oder 2,5 Stunden Tai Chi. Also dann aber nicht das Entspannungs-, also nicht nur Qigong, sondern ein richtiges Tai Chi mit Kicks und Füße heben, auf einem Bein stehen und sowas. Und natürlich auch im Garten. Jetzt momentan halt mehr ernten, aber im November fängt dann wieder ein bisschen Erde auflockern. Sachen rumschleppen oder irgendwie sowas, dann kommt das auch dazu noch mit dazu. Ja, okay, krass. Also da kann man jetzt in keinster Weise behaupten, dass du nicht leistungsfähig wärst, weil also das haben wir noch gar nicht erzählt, aber können wir auch vielleicht so ein bisschen, du hast ja auch ein Permakulturprojekt, wo du mehrere Gemüsekisten die Woche auch verkaufst, die du ja auch produzierst, das ist ja auch viel Arbeit. Das kommt ja zu deinem Sport noch dazu, das ist ja nicht, dass du irgendwie faul auf der Haut liegst, sondern du bist ja quasi Vollzeitgärtner. Ja, also. Das möchtest du nur noch Sachen ergänzen, weil ich glaube, jetzt das Bild ist so einigermaßen rund von A nach B. Also das heißt, du kommst im Moment wirklich aus mit dem, was in deinem Garten wächst, über den Sommer.
Und im Winter kaufst du halt noch ein bisschen zu, weil dein Gewächshaus wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie beheizt ist oder so und das dann einfach nicht Nee, mehr geht. das mit dem Beheizen ist, wie gesagt, ich lebe hier bei meinen Eltern und da hat mein Vater dann irgendwann auch dann keine Lust, alles Mögliche dann auch reinzubauen oder irgendwie sowas. Und wenn ich dann abhaue oder irgendwas Eigenes mache, dann hat er die Sachen wahrscheinlich hier oder dann haben wir noch mehr Aufwand. Das hat Ja. irgendwann bei ihm auch die Grenze dann erreicht, deswegen. Ja, das glaube ich. Also muss ja auch irgendwie, wenn du mal nicht mehr da bist, also du betreibst es jetzt so lange, bis du halt was Eigenes hast. Okay. Ja, Genau. übrigens, ich komme gerade nicht drauf. Doch, jetzt komme ich drauf. Dich findet man, aber wir verlinken es dann auch unten. Project Peace heißt, glaube ich, dein YouTube-Kanal, ne? Genau, auf YouTube und Odyssey. Auf YouTube und Odyssey, genau wie bei uns, genau. Ja, ich bin ja wegen euch auch auf Odyssey dann gestoßen, wo du den Link reingestellt hast in die Ja, vor Gruppe. allen Dingen, ich muss ja nichts tun, da wird ja alles automatisch gespiegelt. Also wer einen YouTube-Kanal hat, auch interessant, Odyssey sich mal angucken, falls YouTube irgendwann mal nicht mehr so funktioniert, wie man das will. Vor allem für Leute, die heikle Themen Ja, ansprechen, heikle Themen. wie die aktuelle Lage, dann vielleicht doch lieber auf Odyssey. Ja, genau. Ja, aber jetzt wollte ich noch mit dir ein bisschen so nach dem Vorgeplänkel. Ich fand es halt super spannend. Als ich den Chris das erste Mal so kennengelernt habe und mir das bewusst geworden ist, da ist einer, der schafft es übers Jahr mittlerweile fast ausschließlich von seinem eigenen Garten zu leben. Braucht kein Fleisch, braucht kein Getreide und ist fit. Also mittlerweile, wenn er ein paar weniger Fehler gemacht hätte am Anfang mit der Entgiftung, wäre das auch immer geblieben. Ja. So, und also ich sehe da ja unglaubliche Vorteile jetzt aus permakultureller Sicht auch, weil A, ich bin die ganze Zeit quasi Selbstversorger. Hole mir zwar ein bisschen was von außen, ist ja auch nicht verkehrt, allein um sich auch mal andere Mineralien und so weiter reinzuholen, denke ich, ins System. Aber das ist ja wirklich so, was meinst du denn auch kostentechnisch? Also wie viel Prozent von deinem Kosten, wenn du jetzt sagst, okay, du würdest deine eigenen Sachen, die bepreist du ja auch, du verkaufst ja Gemüsekisten, wenn du jetzt sagst, wie viel Prozent musst du noch zukaufen, um dich zu ernähren? Das ist ja total wenig. Also ich meine, wenn du natürlich gegenrechnest, was du verkaufst als Einkommen, ist das eh null, aber oder minus, ich sag mal, aber wenn du jetzt sagst, okay, du müsstest das jetzt alles einkaufen, wie viel Prozent davon wären das, was du noch überhaupt zukaufen musst? Also Also sagen wir geschätzt. im Sommer kaufe ich vielleicht. Weil ich baue zwar meine Melonen selbst an im Sommer, aber es dauert halt ein bisschen, die sind meistens nicht so groß, da kaufe ich mir halt immer welche zu. Okay. Das ist dann vielleicht 5%, wenn überhaupt, im Sommer und im Winter. Da wird es halt ein bisschen mehr, dann steigert sich das raus, weil Feldsalat ist halt auch nicht immer so und Grünkohl oder sowas esse ich halt ungern oder sowas. Da könnte es dann schon ein bisschen mehr werden. Aber ich Okay. verkaufe halt dann, ich baue halt dann für die Leute Rosenkohl oder sowas an, das esse ich zwar nicht, aber ich verkaufe das halt, weil ich schon in einem Standpunkt bin, wo mir das der ganze Kohl auch ein bisschen schwer im Magen liegt. Also jemand, der anfängt mit der Rohkost, der könnte dann Grünkohl, Rosenkohl, Portulak, Spinat vielleicht auch noch im Winter, wenn das Gewächshaus das mitmacht. Also wenn man eins hat, was vielleicht auch beheizt ist, Radieschen und sowas, kannst du dann alles mit anbauen. Wenn ich das dann auch mit verkaufen würde, dann Winter, sagen wir mal, 50, 60%. Also jetzt bei mir in dem Fall, also jemand, der das jetzt, sagen wir mal, nicht so streng sieht wie ich, der könnte noch Wildkräuter zu sich nehmen, Fermente und sowas, dann wäre es wahrscheinlich das gleiche wie bei mir im Sommer, so 5%. Also Rohkost, das wird dann schon gehen. Wenn du dir noch Sprossen ziehst oder sowas, diese Kalbfleisch hast, dann sollte das eigentlich gehen, recht gut. Ja, und das spricht ja auch gegen sich aus der Region oder beziehungsweise, naja, regional wird es nicht immer funktionieren, halt auch Sachen zuzukaufen, um einfach einen gewissen Austausch zu haben. Also das bin ich auch ein großer Freund von, weil zum Beispiel, obwohl Oliven kann ich jetzt auch selber, muss nur noch warten, dass meine Kornelkirschen endlich groß genug sind. Ja. Anderes Thema. Ja, also das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich sage, unabhängig davon, ob man jetzt wirklich alles regional machen muss, finde ich gar nicht, aber es ist eine Art und Weise zu leben, die A sehr, sehr wenig Mittel dann erfordert, die man dann auch einfach für andere Dinge verwenden kann. Es ist super gesund, denke ich schon. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wie du regelmäßig fasten würde,
wenn ich halt mich eh schon rohköstlich ernähre. Das ist ja auch schon quasi, also viele sehen das ja schon als Fasten. In vielen Richtungen wird ja allein das schon, also dieses Weglassen von Ölen, von Fleisch und Getreide, also wird ja schon als, es wäre schon die Mega-Fastenpackung quasi. Und du wiegst trotzdem 65 Kilo, also dir geht's gut. Und das finde ich schon spannend, einfach auch, was da an Ressourcen einfach wegfällt, die man dann auch nicht mehr braucht. Und du bist ja tatsächlich auch so unterwegs, dass du ja alles wieder in deinen Kreislauf im Garten bringst. Also so wie ich dich kenne, wird ja alles von dem, was du wieder ausscheidest, irgendwo unter Bäume und Sträucher wandern in Form von Kompost, oder? Ja, Heißrotte dann. Heißrotte, ja, machst du auch. Ja, Genau. genau. Ja, also große, große Vorteile. Ja, magst du da noch ein bisschen was ergänzen? Weil so für mich ist es, ich finde es einfach, ich bin nicht an dem Punkt, also ich bin auch teilweise rohköstlich unterwegs. Ich esse täglich meinen Kimchi, weil es einfach lecker ist und auch viel Salat. Und auch, wo ich immer noch gerne esse, ist Suppen einfach, Kohlsuppen oder auch Kartoffelsuppen, diese ganzen Geschichten. Aber so ganz rohköstlich ist bei mir. Ich könnte es mir zwar vorstellen, aber das ist noch ein relativ weiter Weg, glaube ich, bei mir. Also ich bin noch in der Grün- und Entgiftungsphase so drin, glaube ich. Also ab und zu auch nochmal vegetarisch, aber sehr selten mittlerweile. Ja, wer sich halt jetzt zum Beispiel dafür interessiert, auf Rohkost umzusteigen, der kann sich mal die Bücher von Arne und Ehret durchlesen. Dann nennt sich die schleimfreie Heilkost. Dann sind auch sowas dabei wie gebackene Süßkartoffeln oder gedünstetes Gemüse und sowas. Das ist halt so eine Übergangszeit für die Rohkost, aber du tust dem Körper gut entgiften, damit du da leichter reinkommst. Also die Bücher kann man sich dann mal anschauen. Das sind, glaube ich, gesunde Menschen Teil 1 und Teil 2. Da gibt es sogar kostenlose PDFs. Die kann ich sogar, die habe ich sogar, also die kann ich sogar weitergeben, wer da Interesse hat. Ja. Sonst, was ich dann noch ergänzen kann, das ist halt dieser, du sparst ja auch Fläche ein. Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand komplett auf Selbstversorgung machen Ich wollte es möchte. gerade sagen, also das ist so spannend, dass genau der Gedanke war bei mir auch gerade, Flächen, die frei werden Ja. für wieder Wildnis und so weiter. Aber erzähl weiter. Ja. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Hühner haltet, Pute, Kühe, Schweine oder so, um sein eigenes Fleisch zu machen oder Gänsen und so. Du musst die ja erstmal über das ganze Jahr füttern, zum Beispiel, damit die eine richtige Masse haben. Ich habe ja auch hier Bauernfreunde bei mir, die haben Gänsen und Enten und alles, die schlachten die auch. Und ich bin halt auch dabei, wie sie halt die füttern. Und das ist halt einiges. Also brauchst du eine große Fläche eigentlich, um die mit zu füttern. Und ich weiß nicht, ich wüsste gar nicht, wie viel ich schätzen müsste, um das halt irgendwie auch auszurechnen, was der sich dazu kaufen muss und sowas. Naja, ich sag mal, im konventionellen Bioanbau, nehmen wir mal an, das ist Bio, kauft man ja viel, das meiste zu. Also ich meine, der ist ja seltenst der Fall, dass ich jetzt gerade bei uns hier in Europa Hühner und so weiter in ein System halte, wo die sich selber ernähren können mit Erbsen, Sträuchern und so weiter. Gerade im Winter geht das bei uns natürlich nicht. Das heißt, ich muss, um das Tier zu ernähren, mir das schon sehr, sehr gut überlegen und wahrscheinlich auch sehr extensive Flächen, also große Flächen haben, dass es geht. Und diese dichte Haltung von Hühnern und so weiter, da muss ich natürlich gucken, dass ich im Sommer, also in der Vegetationszeit, Früchte ernte, um die dann im Winter zu ernähren. Und das geht ja kaum, jedenfalls nicht in dieser Form, wie es heute passiert, im Stall und so weiter, ohne dass der Mensch da Energie reinsteckt. Also ich wüsste nicht, wie es gehen sollte. Also Verste wüsst ihr nicht. ist halt recht schwer, wie ich halt jetzt auch finde, das Ja. irgendwie hinzubekommen. Man muss ja auch erstmal schauen, du brauchst ja die Fläche auch für die Hühner, du brauchst einen Platz für den Stall. Ja. Dann da, wo die Hühner rum sind, die scharen ja alles kaputt, da kannst du ja nichts anbauen, da hast du schon wieder so eine Sache. Und die Leute tun halt für gewöhnlich Hühner halten wegen den Eiern, also weil die Leute irgendwas backen oder sowas kommen. Das andere ist, wenn du jetzt dann anfängst, komplett auf Selbstversorgung zu gehen und dann willst du dein eigenes Mehl herstellen, also musst du irgendeine Art von Getreide machen. Und ich habe zwar noch nie Getreide angebaut, aber da brauchst du auch wieder eine Mühle, wenn du es selber machen möchtest, um das zu schlagen und auch eine große Fläche, um das Getreide anzubauen, nur für das eine. Und in der Fläche könntest du ja andere Sachen gut anbauen, die wahrscheinlich bei weitem ertragreicher sind. Unter Deswegen, das Umständen, hat. ich wollte das nächstes Jahr mal ausprobieren. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass, also ich merke es ja selber, also Hühner kommen bei mir auf dem Gelände nicht in Frage im Moment, weil ich da gar keine Zeit für hätte. Also ich habe ja so viele Projekte wie den Podcast hier, Projekte, die ich besuchen möchte, um einfach da positive Beispiele zu zeigen.
Bei dir komme ich auch immer noch mal vorbei, wenn du nicht so weit weg wärst, wäre ich schon längst da gewesen. Denn unser Vereinsauto ist gerade am Ende. Wir müssen erstmal ein neues finden. Also wenn ihr uns noch ein bisschen unterstützen wollt, tut es gerne. Vielleicht wird es dann ein bisschen komfortableres. Ja, weil der alte Opel, den wir da für 1.000 Euro gekauft haben, der fällt gerade auseinander, der kriegt keinen TÜV mehr. Das ist jetzt endgültig besiegelt. Kannst du mit dem Lastenrad herkommen. Oh ja, mit dem Lastenrad, jo. Wie weit war das? 400 Kilometer? Wie viele Wochen soll ich unterwegs sein? Ich glaube, das sind nur 300. Achso, 300, okay. Naja, wie dem auch sei. Also für mich gilt festzuhalten am Ende, dass es ja wirklich so ist, mit dieser Art und Weise, wie du lebst, spart man sich A, viel Arbeit. Oh ja. Sehe ich schon so. Ja, also Hühner, und das ist ja auch alles Arbeit. Selbst wenn ich jetzt sage, ich habe die irgendwie in einem Waldgartensystem, muss ich gucken, welche Bäume pflanze ich rein, wo nutze ich die Arbeitskraft der Hühner, dass ich die auch umlenke und, dass es auch passt, dass sie nicht alles kaputt scharren. Und ja, also da geht schon vieles, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Sachen auch eher in den Tropen ganz gut funktionieren. Da kann ich halt Erbsensträucher und Zeugs anbauen, die das ganze Jahr dann die Hühner mit Proteinen und so weiter versorgen, wo ich dann wenig zu oder gar nichts zufüttern muss. Ist bei uns im Winter halt fast unmöglich. Was soll ich da pflanzen für den Winter, dass es auch ausreicht, ne? Und ich auch noch Eier entnehmen kann. Tja, wüsste ich nicht, schwierig alles. Also bei uns in der Breitengraden schon schwierig. Ich meine, als Ruhrköstler ist es in den Tropen ja auch einfach, kannst ja auch das ganze Jahr Früchte essen. Genau, genau. Das ist ja. Also ja. Würde nichts einfallen, was bei Hühnern zum Beispiel ist halt, wie allgemein halt, wenn du Tiere hast bei dir in den Anlagen. Ich habe auch heute das Video von dir nochmal angeschaut mit Bernhard Gruber, mit seinem Waldgarten, der hat auch gesagt, ja, Schweine, das ist auch ein bisschen blöd, weil die halt auch wühlen. Wenn du jetzt nicht unbedingt die richtige Sorte hast oder du nicht weißt, ob die wühlen oder nicht, musst halt schauen, welches Tier du halt in der Anlage haben möchtest. Kühe bräuchtest du halt wieder eine Weide. Müsstest du da schauen, ob du eine Weide irgendwo herbekommst oder irgendwie, ob du den Platz auch dafür hast. Wobei, da kann man natürlich sich Systeme überlegen. Kann ich auch das Buch von Bernhard empfehlen, da ist auch der Karl Schadax drin. Der ist mittlerweile in Rumänien, glaube ich. Der macht das Waldgartensysteme mit Tieren, die sich da komplett selber versorgen. Auch ganz spannend, aber ja, gut. Ich denke mal, das führt uns jetzt zu weit weg vom Thema. Vielleicht kriege ich den Karl Schadax ja tatsächlich auch über den Bernhard mal zu einem Interview. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Genau, aber ich denke so, das Thema Rohkost, wenn euch da noch mehr interessiert, hast du vielleicht noch ein paar wirklich gute YouTube-Kanäle, wo man sich informieren kann, weil klar, bei dir kann man mal vorbeischauen. Du hast ja, glaube ich, auch viel zu dem Thema gemacht. Ja, ein paar Videos habe ich auch dazu gemacht. Genau. Sonst die Kanäle, die ich mir angeschaut habe, ist zum Beispiel Henry Lopp. Kann man auch so auf YouTube finden. Der ist aber nur auf Rohkost, der macht aber auch Übergangsrezepte, ist halt auch so auf schleimfreie Halbkost. Die Anfangsvideo vom Patrick Strober, also von Rohveganer Nürnberg, ich weiß nicht, wie viel der Rohkost jetzt noch macht, ich habe ihn schon lange nicht mehr angeschaut. Ja, der macht viel Werbung, das ist ein bisschen anstrengend mittlerweile zu gucken, finde ich, aber... Ja, die älteren Videos von ihm, die ich mir noch angeschaut habe, mit Sprossen selbst machen und sowas, die, glaube ich, sind vor 4 oder 5 Jahren, also da einfach mal schauen bei ihm. Da ist noch keine Werbung bei ihm und sowas, das ist nicht so anstrengend. Da macht das halt dann so grundsätzlich. Die kann man sich dann auch gut anschauen. Wobei ich die Videos von ihm immer noch gut finde, weil er wirklich also Studien recherchiert, also das alles auch sehr fundiert macht. Ich glaube, er ist ja selber Chemiker, wenn ich das richtig weiß. Genau. Und hier, wie heißt er? Marlon, Rohvegan am Limit, glaube ich, ne? Nee, Raw Futures Marlon. Ach ja, Raw Futures. Den kann man sich auch gut anschauen, weil der halt sehr viele Wildkräuter-Videos hat und alles Mögliche. Mhm. Und die Silke Leopold, also die macht dann auch noch für Kinder so ein bisschen vegan Rezepte und so, also nicht nur rohköstlich. Sie ist halt auch rohköstlich, macht aber auch viele Infovideos mit Fasten, Darmanläufe und sowas. Die habe ich mir halt damals angeschaut und empfehle ich auch heute noch. Ja, also Silke Leopold verfolge ich auch immer mal wieder allein aus Interesse halber, auch wenn ich da nicht alles von umsetze. Genau, also da ist, denke ich, ein ganz guter Anfang. Also ich glaube, da gibt es auch noch viel, viel mehr. Aber was ich halt spannend finde, ist, dass nach wie vor aus dem Mainstream da nicht so viel existiert. Also das ist wirklich diese Rohkostszene eher,
wirklich nach wie vor eine Blase ist, die parallel vom medizinischen Mainstream existiert. Und es wäre ja eigentlich total interessant, von medizinischer Seite her mal zu gucken, hey, das sind Leute, die ernähren sich komplett ohne tierische Proteine und dann hauptsächlich also nur pflanzlich. Und wie gesund sind die, wie fit sind die? Und da gibt es ja auch schon Erkenntnisse, aber es ist wirklich Randbereich alles immer noch. Ja, also ich sag mal so, die Rohkost, wenn man sich jetzt anschauen würde, die ist ja kaum existent im Mainstream. Also sei es jetzt auch, es gibt ja Leute, die machen auch tierische Rohkost, eigentlich überhaupt nicht existent. Also ich glaube, der Hamilton, der ist ja auch vegan. Also so ein bisschen vegan in die Richtung gibt es ja schon, aber mehr auf Twitter oder irgendwie sowas, so auf ARD oder irgendwie so bei den öffentlichen, rechtlichen, alle noch nie irgendwie sowas noch gehört, wo sie dann irgendwas gemacht haben. Also, wobei ich kann da nicht mitreden, weil ich habe keinen Fernseher. Ich gucke das nur, wenn mir irgendjemand da irgendwelche Sachen wieder schickt. Aber ja. Weil ich das ja nicht konsumiere. Ja, was, Fernseher schaue ich auch nicht. Nee, aber was ich halt eigentlich spannend finden würde, ist wirklich, wenn man sich an das Thema mal rantraut, weil zum Beispiel so ein Feld, das, also vielleicht guckt ja zufälligerweise jemand zu, der sich da auskennt und da gerne was zu sagen möchte, kann sich gerne an mich wenden. In diesem Forschungsbereich Rohkosternährung und Kinder, weil zum Beispiel meine Kinder, die ernähre ich nicht rohköstlich und würde das auch erstmal nicht machen, da hätte ich auch ein bisschen Bedenken, sondern die werden größtenteils vegan und halt auch teils vegetarisch ernährt, weil das auch ein sozialer Aspekt ist. Ich kann meinen Kindern, wenn sie woanders sind, nicht ständig irgendwie, das will ich auch gar nicht alles verbieten. Es reicht schon, wenn man sagt, keine Gelatine-Süßigkeiten, kein Fleisch. Das ist schon schwer genug. Und wenn dann die Pizza mit Käse und so mal ist, aber ohne Fleisch, dann ist es für mich so ein Bereich, wo ich sage, da kann ich mit leben, da habe ich keine Bauchschmerzen. Und da muss man sich auch nicht so viel anhören, aber dass Fleisch nun wirklich notwendig ist, das ist ja wirklich auch im Mainstream mittlerweile angekommen, dass das ziemlicher Quatsch ist, dass Fleisch jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Im Gegenteil, so wie es hergestellt wird, aus meiner Sicht sogar extrem kontraproduktiv ist. Genau, aber da würde mich mal wirklich interessieren, also falls da jemand zuschaut, gerne an mich wenden, per Mail, mail@diewaldgeister.de und dann einfach im Betreff Podcast. Gibt es da Forschung zu, weil ich habe nicht die Zeit, da jetzt zu recherchieren im Moment, wie sich das verhält? Gibt es vielleicht da Studien, wie gesund und wie fit auch über die lange Zeit gesehen sind rohköstlich ernährte Kinder, die von Anfang an halt roh vegan ernährt werden? Sind die vielleicht viel fitter oder sind die halt gar nicht fit? Kann ja auch sein, also ich will das jetzt mich da nicht festlegen. So, würde mich einfach mega interessieren, aber tatsächlich ist es ja so, dass ich mittlerweile viele Leute kennen wie dich, die sich vegan oder roh vegan ernähren und wenn sie jetzt, gut, du hast am Anfang Fehler gemacht, aber wenn sie drinne sind, wirklich topfit sind. Ne? Also ich kenne da eigentlich niemanden, der jetzt dem schlecht geht. Im Gegenteil, die sind alle fit, teilweise auch im hohen Alter noch fit. Kenne ich auch Veganer, die im hohen Alter super fit noch sind, also so fit wie teilweise, also mit 70 dann wie ein 50-Jähriger oder so. Ja, das stimmt schon. Also wenn man es halt nicht übertreibt, dann fühlst du dich auch leichter und alles Mögliche. Und wenn man halt, wie gesagt, bei der Rohkost muss man auch einiges wissen an Entgiftung. Also sollte man schon gut wissen, was man da eigentlich tut. Also nicht so naiv sein, ich probiere mal aus oder sowas, weil wenn du dann irgendwann nicht rechts in den Schlussstrich ziehst, dann kannst du richtig eklig werden. Zu den Kindern, sage ich mal so, es ist möglich, ich möchte es jetzt nicht ausschließen, aber da solltest du auch gut wissen, was du tust. Also dann nicht einfach so sagen, ja gut, ich habe da selbst ein Laie oder sowas und mach's dann einfach bei ihnen. Das würde ich überhaupt nicht machen. Also dann selbst schon gut 20, 30 Jahre Erfahrung haben, mit sich mit anderen austauschen und dann vielleicht. Aber also auch wieder mit dem sozialen Aspekt, also zum Beispiel bei mir, also mich ladet bei keiner ein zum Essen, weil dann sage ich, ich bin roh vegan und habe das und das und das und das. Und das ist schon bei den meisten eigentlich so ziemlich vorbei, auch wenn die dann. Was ich halt eigentlich sehr interessant finde bei den sozialen Aspekten, ist zum Beispiel bei meiner Familie. Ich weiß nicht, die laden mich eigentlich nur ein, dass ich halt da sitze, damit die Familie irgendwie so zusammenhält, aber Gespräche wollen die fast mit mir nicht führen, weil ich halt etwas grenzwertige in ihrer Ansicht Themen auch anspreche. Und keine Ahnung, ich weiß, es ist halt irgendwie so ein familiäres Ding, aber
sagen wir mal so, als ich im Studium angefangen habe, rohköstlich zu essen und während der Stunde in eine Zucchini gebissen habe, in der Rohe, da haben mich die Leute ausgelacht. Das waren die nicht gewohnt, sowas zu machen. Also, da braucht man auch schon ein dickes Fell, wenn man sowas macht. Also vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit ist, jetzt sagen wir mal hier bei mir in der Anlage, ich habe mich ja mehr oder weniger selbstständig gemacht, habe ja auch dann den guten Vorteil, nicht mit zehn Konfrontationen zu kommen, weil hier kann ich ja machen, was ich will. Wenig Menschenkontakt und hier kann ich meine Zeit auch frei einteilen. Es hat auch immer so eine Sache, als ich studiert habe, mit der Rohkost immer das Essen vorbereiten, was nimmst du mit, wann isst du was, wie setzt du das mit den Pausen ein, dann wollte ich auch immer ein bisschen Sport machen, mich bewegen halt, weil das auch sehr wichtig ist, um Blutkreislauf anzuregen und Entgiftung voranzubringen und sowas. Die Rohkost war eigentlich auch der Grund, warum ich mich mit Permakultur beschäftigt habe, weil ich halt dann die frische Luft und die Sonne wollte und mein eigenes Obst- und Gemüseanbau anbauen wollte, deswegen habe ich halt 2 Jahre meinen Bauernfreund hier freiwillig auf dem Acker ausgeholfen und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich hier was machen durfte. Aber wie gesagt, der soziale Aspekt ist halt... Ist schon eine Nummer. Ich merke das auch immer wieder, das ist halt wirklich, wie soll ich das sagen? Also ich meine, das fängt ja schon an, wenn man kein Fleisch mehr isst, aber das ist halt wirklich was man nur mit jedem mit auf den Weg gehen kann. Es muss für einen selber vertragbar sein, wenn das so viel Stress bedeutet, dass man das einfach nicht aushält, dann sollte man es das sein lassen. Also ich glaube, du bist ja schon jemand, der sich da durchkämpft und da ein gutes Standing hat, aber das hast du dir ja auch erarbeitet wahrscheinlich. Also die ersten beiden Jahre waren Katastrophe, da hing der Haussegen hier schief. Also das wünsche ich auch keinem. Also, und eins ist halt auch wichtig, alle sagen, Rohkost ist gesund. Ja, du bist halt basisch und sowas. Also ich habe gar keinen Muskelkater mehr. Also ich kenne sowas gar nicht mehr und krank bin ich eigentlich so gut wie nie. Da muss man schon, also sobald Stress mit dabei ist, ist auch die Rohkost nicht mehr gesund. Dann übersäuerst du auch, wenn du rohköstlich isst. Weil dann ist es wurscht. Also da ist halt auch wichtig, erstens eine innere Harmonie auch zu haben und im Außen das auch mit den anderen abzuklären und auch nicht, dass man dann irgendwelche beim Arbeitgeber auch in irgendwelche Abhängigkeiten ist und so. Das hatte ich dann auch, als ich dann in den Semesterferien dann gearbeitet habe, dann haben die Leute schon, konnten den Geruch von Sauerkraut nicht mehr riechen im Winter, dann gab es da schon wieder Anfeindungen. Also da muss man schon bei seinem Umfeld auch aufpassen, nicht, dass man dann irgendwelche Probleme auch dann kommt oder in unangenehmen Unannehmlichkeiten, weil am Mittagstisch saß ich auch immer alleine, auch bei den Studenten oder irgendwie sowas. Also das, ja. Das ist schon, wenn man nicht aufpasst, ein sehr einsamer Weg. Also ich höre daraus, dass du da vieles anders machen würdest mittlerweile. Ja, es ist halt so, also das, was ich in meinem Studium nicht verstanden habe, ist ein guter Kommilitone von mir, mit dem ich dann 2 Jahre oder 3 Jahre studiert habe. Der dann zu mir gesagt, ich soll doch was anderes essen, weil das doch die anderen verunsichert. Also wenn man mir dann so einen Spruch entgegenbringt, wenn schon nur wenn ich was anderes esse, die anderen Leute verunsichert, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja, aber so ist unsere Welt. Also das ist ja, wie gesagt, die meisten, ich meine, für mich war es ja auch, ich meine, ich kenne das alles, ich finde es trotzdem erstaunlich, dass du 65 Kilo wiegst bei 1,80, obwohl du dich nur von Gurken, Tomaten und ein bisschen Avocado ernährst. Ja, genau. Okay. Ich würde fast sagen, dann lassen wir es für heute gut sein. Wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde durch. Finde ich sehr spannend. Also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wir können das ja gerne nochmal thematisch hier und da erweitern, wenn das passt. Aber ja, ich wollte es euch einfach mal den Chris vorgestellt haben. Du wolltest noch gleich was sagen. Sag mal was, du wolltest noch was sagen. Ich habe noch einen Vergleich gemacht. Ich schaue mal, ob ich das auf dem Desktop habe. Dann kann ich es mal teilen. Ja, bitte. Jetzt muss ich suchen. Wo habe ich das denn gemacht? Okay, ich finde es nicht. Okay, das kann man sich auf meiner Webseite anschauen. Aber das ist, warte mal, das ist jetzt mein Telegram-Bild. Also so schaue ich jetzt ungefähr jetzt aus. Okay.
Mit einem schönen Kürbis. Das ist eine Sorte, die 850 Jahre alt ist. Ja, da kannst du mir nochmal Saatgut zuschicken. Schmeckt der gut, oder? Der soll nach ein bisschen süßlich schmecken und hat so ein bisschen wie Melone, so ein bisschen. Ach so, nee, ich brauche Lagerkürbis, ich brauche so Hokkaido. Ich brauche was wie Hokkaido. Ich glaube, der ist sogar ein Winterkürbis. Ja, okay, also kann man da schön irgendwie Suppe oder so, also ich meine, Hokkaido ist ja fantastisch. Ja, ist auch so. Also die Kunden, denen ich das gebe, die haben das gemacht. Funktioniert. Okay, kannst du mir ja mal... Hast du Saatgut über davon? Ja, ne? Ja, ich nehme ganz viel Saatgut. Okay. Jo, dann Gesundheit, Schatz. Okay, um das abzuschließen, dann würde ich sagen, dann war es das für heute gewesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Verbindung hakt gerade eh. Bist du noch da? Ja. Ah ja, du bist ja da. Ja, ich bin da. Ja, das war unser 16. Podcast zum Thema rohvegane Ernährung vom lieben Chris. Alle Infos haue ich dann unten in die Infobox rein. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Schauen wir mal weiter. Das war's für heute. Ciao.